Schickt dieses Video an eine Person, die ihren Abwasch zukünftig mit Kürbissen machen sollte. Mit Kürbissen meine ich Schwammkürbisse, die werden wegen ihrem Aussehen auch Luffergurken genannt. Und wenn man diese Luffergurken trocknet und schält, dann kann man daraus Lufferschwämme herstellen. Die eignen sich perfekt zum Abwaschen, Putzen oder auch als Peeling-Tool unter der Dusche. Gegenüber Kunststoffschwämmen haben sie den Vorteil, dass sie kein Mikroplastik verlieren beim Abwaschen. Und wenn sie nicht mit anderen Stoffen vernäht sind, kann man sie sogar im Biomüll entsorgen. Damit ihr sie möglichst lange nutzen könnt, haltet euch an die obersten drei Lufferpflegegebote. Erstens, Luffer nach der Benutzung immer trocknen lassen. Zweitens, einmal die Woche den Luffer in Essig einlegen oder in der Geschirrspülmaschine mitwaschen. Und drittens, Luffer niemals in die Waschmaschine oder in den Trockner geben. Das sind beides absolute Luffer-Endgegner. Und wenn ihr doch mal neue Luffers kaufen müsst, dann achtet am besten auf eine möglichst regionale Herkunft. Die Schwämme kommen aktuell oft noch aus Anbaugebieten wie China, Ägypten oder Kolumbien. Next Level wäre es natürlich, wenn ihr euch die Luffergurken im Garten selbst anbauen würdet. Man kann das Saatgut sogar online kaufen und ab März ist sogar schon Aussaatzeit.